Die US-Notenbank hebt die Zinsen an. Das tut sie aber vielleicht gar nicht zur Inflationsbekämpfung, sondern um damit China, den großen Rivalen, für Jahrzehnte auszuschalten, sagen manche. Es gehe da also nicht um Geldpolitik, sondern das ist ein Wirtschaftskrieg. Ist das plausibel? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich bin heute ein bisschen verschnupft, das bitte ich schon mal zu entschuldigen. Und wenn man da so ein bisschen angeschlagen ist, naja, dann gibt es die Momente, wo man weiß, man muss jetzt eigentlich arbeiten, aber man schaut dann trotzdem lieber sicherheitshalber im Internet nochmal nach, was das Wort Prokrastination bedeutet und solche Dinge. Vielleicht sind Sie ja im Moment jetzt gerade auch aus dem gleichen Grund hier auf diesem Video. Aber bleiben Sie trotzdem dran, weil ich habe was Spannendes entdeckt, als ich da so rumgestöbert habe. Das hier, Dirk Müller, das steckt wirklich hinter den Zinserhöhungen und die größte Krise aller Zeiten, was auch sonst. Es ist ein Video von Mario Lochner, was jetzt aber natürlich nicht heißen soll, dass man sich die nur anschauen kann, wenn man sonst nichts vorhat. Ganz im Gegenteil natürlich. Mario Lochner ist ja einer der erfolgreichsten Finanz-YouTuber hier, das auch aus gutem Grund. Und dadurch hat er auch oft illustre Gesprächspartner, wie hier eben in diesem Video Mr. DAX Dirk Müller. Uns wird da dargestellt in epischer Breite, wie die steigenden US-Zinsen eben das Finanzsystem belasten und wie riskant das alles ist. Aber das Interessanteste ist mittendrin, warum die Fed denn die Zinsen so stark anhebt. Wir denken ja alle in unserer unschuldigen Art wegen der Inflation. Aber natürlich weit gefehlt. Es geht da um was ganz anderes. Es geht um Geopolitik. Es geht um das große Ganze. Die Leitzinserhöhungen der Fed sind jetzt der entscheidende Schlag gegen den größten Gegner der USA, gegen China. Ich zitiere: Das ist das, was viele, die nur auf Wirtschaft schauen, nicht verstehen. Wenn man mit Leuten spricht, die politisch geostrategisch denken, auch im professionellen Segment, die haben da eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Punkt, Punkt, Punkt. Die Amerikaner, die haben gewartet, bis Chinas Blase am größten ist und am fragilsten ist. Die chinesische Immobilien- und Wirtschaftsblase war schon im vergangenen Jahr in größten Schwierigkeiten. Das war schon an seinem Kipppunkt. Und das war der ideale Zeitpunkt, um jetzt die Zinsen massiv nach oben zu ziehen und damit dieser chinesischen Blase zusätzlich die Luft abzusaugen. Und die Konsequenz wird sein, dass China jetzt nicht nur wankt, sondern kippt. Zitat Ende. Und es sei auch falsch zu glauben, das würden die USA nicht machen, nur weil sie dann selber eine Rezession hätten. Und da zitiere ich jetzt wieder: In jedem Krieg weiß ich, dass ich Verluste erleiden werde. Ich wäge immer ab, welche Verluste habe ich auf der eigenen Seite, welche Gewinne erziele ich auf der anderen Seite. Und dann entscheide ich, was ich tue. Und in einer solchen Situation, wenn ich China als Konkurrent auf die nächsten Jahrzehnte ausschalten will, die Hervorhebung ist von mir, und mich an Position 1 halten will, dann ist mir das einen sehr hohen Preis wert. Zitat Ende. Die Fed hebt jetzt also die Zinsen an und zieht damit China den Stecker. Spannende These. Man kann von Dirk Müller auch sagen, was man will. Er hat's einfach immer noch drauf. Er hat immer noch eine steile These, einfach mehr im Ärmel als die anderen. Aber was ist davon zu halten? Ist es auch plausibel? Eins kann man natürlich schon mal sagen: Die chinesische Wirtschaft ist angeschlagen im Moment. Das chinesische Wachstum, das hat einen starken Dämpfer bekommen, letztes Jahr schon, gerade auch durch die Immobilienkrise. Ist völlig korrekt. Punkt 1 geht da schon mal an Dirk Müller.
Und was auch stimmt natürlich, die steigenden US-Zinsen durch diese Leitzinserhöhungen jetzt eben, das wirkt sich natürlich nicht nur in den USA aus, sondern weltweit, ist ganz klar, weil der Dollar natürlich immer noch eine zentrale Stellung auch hat im Weltfinanzsystem. In den USA steigen die Zinsen, das heißt dann, der Dollarraum wird für Anleger weltweit attraktiver, die Anleger ziehen Geld aus anderen Ländern ab oder sie könnten das zumindest tun. Und speziell die Schwellenländer, die sind dann ja dadurch gezwungen, dass sie ihrerseits im Prinzip die Leitzinsen noch viel stärker anheben müssen oder müssten, sonst kommen ihre Währungen unter Druck, was sie dann aber meistens trotzdem tun. Und was diese zentrale Rolle auch des Dollar betrifft, an sich im globalen System, dazu gibt es morgen von uns auch einen Zukunftsmärkte-Report. Es gibt ja auch die Sichtweise, dass diese globale Dollar-Dominanz und die Folgen, die sie auch hat, dass das auf Dauer nicht tragbar ist und eigentlich auch fundamental nicht mal haltbar ist. Und es gibt ja auch Länder, die das abschütteln wollen und die hinarbeiten auf eine De-Dollarisierung. Nur ist das auch realistisch und wo stehen wir da im Moment bei dem Thema? Dazu morgen eben mehr im Zukunftsmärkte-Report, das würde heute den Rahmen sprengen. Und die Reports von uns sind kostenlos und Sie können, wenn Sie die lesen wollen und es noch nicht gemacht haben, sich dafür dann eben einfach auch eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und wie gesagt, morgen geht der Report raus und der Link dafür, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber was China betrifft, können wir auf jeden Fall schon mal sagen, ja, durch die steigenden US-Zinsen sind auch in China Kapitalabflüsse zu erwarten und haben auch schon stattgefunden. Die Frage ist nur, kann man davon ausgehen, dass das China derart hart trifft, dass es sich für die USA auch lohnt, dafür im eigenen Land eine Rezession zu riskieren? Bedenken wir, auch die chinesische Wirtschaft ist sehr groß und ein Grundirrtum bei uns ist ja immer noch der, dass China darum so groß ist, weil es für uns die iPhones zusammenbaut oder weil jetzt halt BASF oder BMW da ein paar Fabriken auch hingestellt haben. Das war vielleicht mal so, spielt aber inzwischen eben nicht mehr die große Rolle. Und auch der Export ist nicht mehr so wichtig, wie er mal war und wie man sich das vielleicht denkt. Der Exportanteil am Bruttoinlandsprodukt ist jetzt nur noch so bei 20% in China. Der Rest kommt aus der Binnennachfrage. Und dadurch, dass es eben so ein großer Wirtschaftsraum ist, auch dadurch hat er zum Teil eben auch seine eigene Dynamik. Zum Beispiel die Inflation, die spielt da im Moment keine große Rolle. Im Oktober war sie bei 2,1%, lachhaft im Vergleich, weil das Wachstum zu schwach ist und weil der Wettbewerbsdruck da sehr hoch ist. Und dadurch haben wir in China auch fallende Leitzinsen. Komplett im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern. Hier eine Grafik von Reuters. Die wichtigsten Notenbankenzinssätze in China auf 3 Jahre. Es geht da nicht rauf, es geht runter. Das chinesische Zinsniveau war für Auslandsanleger jahrelang sehr attraktiv. Jetzt ist es relativ zum Dollarraum inzwischen deutlich weniger attraktiv. Die Grafik hier ist auch von Reuters. Der Renditevergleich Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Rot die chinesischen, schwarz die US-Staatsanleihen. Die Grafik ist schon ein paar Wochen alt. Inzwischen sind wir in den USA bei ungefähr 3,8%. Es hat sich also schon deutlich verschoben und dadurch haben wir jetzt eben auch tatsächlich, und das liegt auch völlig in der Natur der Sache, starke Kapitalabflüsse aus China in den Dollarraum. Man kann das auch an der Währung sehen. Der RMB zum Dollar die letzten 3 Jahre, der Chart hier ist von TradingView. Die chinesische Währung ist nach Ausbruch der Pandemie zuerst leicht gesunken, dann ist sie wieder stark gestiegen. Aber seit die US-Zinsen nach oben gehen, ist er deutlich gefallen, in der Spitze um 11%, was ja für eine Währung, die nicht ganz frei handelbar ist, sondern die in einem Preisband gehalten wird, dafür ist das nicht wenig. Und das Entscheidende ist aber, die chinesische Notenbank macht trotzdem keine Anstalten, dass sie jetzt die Zinsen anheben würde, um damit ihre Währung zu verteidigen und damit wieder Kapital anzuziehen, weil sie es ganz einfach auch nicht für entscheidend hält.
Und eine fallende Währung hat ja auch immer zwei Seiten. Auf der einen Seite, man verliert Kapital und sie macht auch Importe teurer. Auf der anderen Seite macht sie dafür dann Exporte wieder wettbewerbsfähiger. Die Auslandsanleger ziehen also Kapital ab. Man schätzt, in den ersten 9 Monaten sind insgesamt schon 105 Milliarden Dollar aus dem chinesischen Bondmarkt abgezogen worden und dann zusätzlich nochmal 7,6 Milliarden Dollar aus chinesischen Aktien. Das ist viel Geld. Und die Bondanleger, die internationalen, die waren gerade auch im chinesischen Immobiliensektor stark investiert über Offshore-Dollar-Bonds. Die Immobilienkonzerne, die haben sich dann natürlich auch zu niedrigen Zinsen Dollars geliehen. Und dass da jetzt aber keiner mehr investiert aus den USA oder so, das ist auch schon egal. Neue solche Dollar-Bonds gibt es eigentlich nicht mehr. Und das, was in den alten Bonds noch drinsteckt, das ist zum großen Teil für die Auslandsanleger schon verloren. Die Kurse preisen in dem Sektor gerade Ausfälle ein von 130 Milliarden Dollar. Und was die Wohnimmobilien selber betrifft in China, da spielen Auslandsanleger so gut wie keine Rolle. Das haben die Chinesen schon selber hochgepusht, die Preise mit ihrem eigenen Geld. Soll heißen, für den chinesischen Immobiliensektor, da sind steigende US-Zinsen zurzeit das geringste Problem. Das trifft ihn auch nicht mehr. Und die Hypothekenzinsen für den Sektor, die laufen ja in chinesischer Währung und die gehen auch nicht rauf, sondern die gehen runter. Und was alles andere betrifft, klar, 110 Milliarden Dollar an Kapitalabflüssen, das sind hohe Summen. Aber China hat allein im August einen Handelsbilanzüberschuss erzielt von 80 Milliarden Dollar und im September und im Oktober ist er sogar weiter gestiegen auf jeweils 85 Milliarden Dollar. China blutet jetzt also nicht aus. Und außerdem, die Direktinvestitionen aus dem Ausland sind auch immer noch hoch. Die waren netto 47 Milliarden Dollar in den ersten 9 Monaten. Die Unternehmen aus dem Ausland wollen also immer noch rein nach China. Und damit haben wir die ersten 9 Monate unterm Strich einen Leistungsbilanzüberschuss gehabt in China von 310 Milliarden Dollar, was zum Vorjahr sogar nochmal ein starker Anstieg war. Aber auch dieses riesige Leistungsbilanzüberschuss sind nur 2,4% vom chinesischen Bruttoinlandsprodukt, sodass die Chinesen zurzeit zu Recht sagen könnten, steigende US-Zinsen, wen juckt's eigentlich? Das tun sie natürlich nicht, das Ganze macht es für China jetzt auch nicht leichter, das ist schon klar. Aber wie gesagt, die Kapitalabflüsse, wenn China glauben würde, die wären in irgendeiner Weise existenzbedrohend, dann würden sie jetzt die Zinsen anheben, sie senken sie aber. Auch die Mindestreservesätze der Banken dann natürlich und auch da hat allein die letzte Absenkung um 0,25% schon 83 Milliarden Dollar zusätzlich ins System gebracht und damit schon fast 80% von dem, was die Auslandsanleger abgezogen haben. Und außerdem könnte China ja seine Währung auch noch zusätzlich stützen, indem sie US-Staatsanleihen verkaufen, die sie noch haben. Davon haben sie nämlich fast noch 1 Billion Dollar. Das ist auch so eine Absurdität, dass der große Weltrivale der USA gleichzeitig ja auch immer noch einer der größten Gläubiger ist von denen. Und die Chinesen bauen diese Anleihen zwar schon langsam ab, da haben wir sie wieder, die Dedollarisierung, aber offensichtlich nicht, um jetzt groß die eigene Währung zu stützen. Und insofern, die Theorie, dass die USA jetzt darum die Zinsen stark anheben, um China zu zerstören, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Beziehungsweise, wenn das der Grund wäre, dann wären sie nicht besonders gut beraten, das so zu versuchen, weil die Wirkung in keinem Verhältnis dazu steht, zu dem, was man sich damit selber antut. Was es nicht heißen soll, dass die USA grundsätzlich nicht versuchen würden, China zu schaden. Das hat man ja zum Beispiel auch wieder gesehen an dem sehr harten Halbleiterembargo da vor ein paar Wochen. Aber es spielt eben wahrscheinlich keine besonders große Rolle in der Geldpolitik, würde ich sagen, wo die Fed ja, wenn wir ehrlich sind, auch sehr gute andere Gründe hat, um die Zinsen anzuheben. Und sie war damit in der Vergangenheit auch nicht besonders schnell.
Und abgesehen davon, ich glaube auch nicht, dass das so die Denke ist in der vielbeschworenen Geopolitik, also dass man sich selber schweren Risiken aussetzt in einer vagen Hoffnung, dass es andere jetzt vielleicht noch härter treffen könnte. Man hat zwar zum Teil schon den Eindruck momentan in der Außenpolitik, dass sich permanent jeder ins eigene Knie schießt, aber sie wollen doch natürlich am Ende wiedergewählt werden, alle. Und die Amerikaner, die würden es Joe Biden ganz sicher nicht danken, wenn er ihnen dann sagt, das war jetzt für uns zwar sehr schlecht, aber China hat es ja auch ein bisschen geschadet. Und es ist ja sowieso überall so mittlerweile, den Leuten heute zu sagen, es gibt jetzt einen Preis, den wir für dieses oder jenes zahlen müssen. Das konnte Winston Churchill vielleicht noch machen, aber die Zeiten, denke ich, sind auch vorbei. Gut, bei aller Prokrastination, ich habe mein Video jetzt doch fertig. Ich weiß nicht, von was ich Sie jetzt damit abgehalten habe, aber vielleicht war es ja trotzdem ein bisschen interessant für Sie. Vielleicht reicht es ja jetzt sogar für ein Kanal-Abo. Jetzt kommen Sie, ist auch schon egal, der Tag ist jetzt auch schon verplempert. Dabei auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, was für neue Videos kommen dann, mit denen Sie dann auch in Zukunft Ihre wertvolle Zeit dahin morden können. Und denken Sie außerdem natürlich auch noch an den Zukunftsmärkte-Report, der morgen rausgeht zum großen Thema Dollar und De-Dollarisierung. Einfach mal ein bisschen schwelgen in den ganz großen weltpolitischen, geldpolitischen Themen. Das Leben ist einfach zu kostbar, um immer nur nützliche Sachen zu machen. Das Ganze bekommen Sie auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, wie immer, herzlichen Dank fürs Zuschauen.